Nicht nur Musik, auch Regen lag in der Luft beim 30. Erntedankfest am 28. September in Grünewalde. Aber das gehört nun mal dazu, um eine gute Ernte einfahren zu können. Und so kam dann auch rechtzeitig noch die Sonne zum Vorschein. Wir warten auf, was da kommt. Und was da kommt, kann sich sehen lassen. Der Festumzug mit 30 Bildern, ein Wagen liebevoller als der andere. Liebevoll auch die Deko im gesamten Ort. Das haben sich die Grünewalder nicht nehmen lassen. Jung und alt sind heute unterwegs. Den Heimatverein als Hauptorganisator freut's. Ja, wir feiern also heute das 30. Erntefest in Grünewalde. Eine Veranstaltung mit einem vielfältigen Programm. Ganz bewusst, um jung und alt noch mehr zu interessieren, ihre eigene Kultur, ihre Tradition hier in unserem Dorf zu demonstrieren. Und wir freuen uns, dass es gelungen ist, neben dem Henig-Wettkrähen, dem Trödelmarkt, junge Leute zu motivieren, hier in Grünewalde zu tanzen. Und das ist natürlich eine Bereicherung für uns und für die Stadt insgesamt. Ein Wagen schöner als der andere. Hingucken lohnt sich allemal. Und zu guter Letzt noch eine Überraschung beim Umzug. Völlig unerwartet haben sich historische Gäste in den bunten Zug gemischt und sie sind nicht mit leeren Händen gekommen. Benedikta Margareta Freifrau von Löwendal und ihr 1695 in Grünewalde geborener Wasserbaumeister Johannes Müller haben dem Heimatverein anlässlich seines Jubiläums den Nachbau eines Nivelliergerätes überreicht, mit dem Johannes Müller damals sein Werk verrichtete. Doch nicht nur der Festumzug hat die vielen Besucher des Erntedankfestes in Grünewalde begeistert. Nicht schlecht schauten vor allem die älteren Einwohner des Dorfes auf den ehemaligen Schulplatz. Hier stand besonders zur Freude aller Kleingäste ein Karussell, welches es früher in den 30er Jahren des vorherigen Jahrhunderts auch in Grünewalde gab. Dank vielen Sponsoren konnte das historische Karussell zum Erntedankfest nach Grünewalde geholt werden. Natürlich hat es den Besuchern des Festes auch nicht am leiblichen Wohl gefehlt. Hausmannskost vom Feinsten. Und der Slogan "Jede Suppe zählt" ist vielleicht ein gutes Sinnbild, was die Grünewalder wieder mit vereinten Kräften zu einem gelungenen Fest gemacht haben. Da ist ein großes Dankeschön das Mindeste, was man sagen kann.